zusammen. Das ist meine kleine Sammlung an Waschhandschuhen. Ich habe irgendwo noch welche rumfliegen, aber das waren die, die ich erstmal auf die Schnelle greifen konnte. Ja, dann würde ich gleich einmal auf alle kurz eingehen. Ja, dann stelle ich euch mal hin und hole die einzelnen Handschuhe her. So, fangen wir erstmal mit einem günstigen an. Der war damals, ich meine, direkt auch von AliExpress. Das ist wirklich, der ist relativ dünn, also nichts Dolles, irgendwie um 3-4 Euro. Den nehme ich so für Dreckarbeiten einfach. So. Dann das Ganze noch einmal in hochwertig. Man sieht ja auch schon den Unterschied. Auch gerade, also das ist der FX Protect, der Ultra Glide. Wirklich eine ganz tolle Faser. Er sitzt auch wirklich prima in der Hand, rutscht gut rüber, hat hier eine kleine Naht zwischen. Ich finde die Größe auch top, also wirklich schöne Handschuh. Dann einmal der von Profi Polish. Sieht relativ lange zotteln, aber der fühlt sich irgendwie wirklich anders an, auch beim Waschen, das ist noch immer ein Handschuh, da weiß ich nicht, was ich von dem halten soll. Falls den einer hat, einmal bitte in die Kommentare hauen, wie ihr den findet. Von innen drin und so ist er wirklich, also Verarbeitung ist wirklich top. Der All Clear war mit mein erster und ihr seht, er ist schon gut mitgenommen. Kann man machen. Aber es gibt andere, die würde ich bevorzugen. Der von The Collection ist auch schön, aber ihr seht, ein bisschen kleiner als alle anderen. Ein paar sind auch prima. Der hat als Besonderheit, der hat deren Trockentuch eingenäht. Dadurch dimmt er relativ viel Wasser auf, aber was mir aufgefallen ist, der braucht relativ lange auf der Wäscheleine zum Trocknen. Also der muss mindestens 3 Tage liegen, bevor der durchgetrocknet ist. So, das ist auch wieder ein günstiger, den ich direkt aus China geholt habe. Wirklich weich, auch relativ dicht. Und die Besonderheit ist, ihr hört das schon, der ist wasserdicht. Das heißt, im Winter Hand rein und ich kriege keine kalten Hände. Aber ihr seht auch hier schon, das Bündchen ist ziemlich ausgelatscht, was wirklich schade ist. So, dann der Petzolds Handschuh, wirklich eine meiner Lieblinge. Das Bündchen, schön eng. So, das liegt wirklich gut an, drückt nicht durchs Drunter, also ganz großer Tipp. Ich liebe diesen Handschuh. Einfach schön. Und ich habe den auch Jahre und ihr seht schon, der sieht noch wirklich super aus. Dann der Microfiber Madness, der Delimit. Das ist, ja, ich glaube, mit der teuerste Handschuh, den ihr kaufen könnt. Aber super weich. Hier. Er nimmt sehr viel Wasser auf. Mal rein. Liegt super an, hat auch innen drin keine Naht. Das wäre mit dem Petzolds meine Waschhandschuh-Empfehlung. Ja, dann gehen wir mal über zu den etwas anderen Handschuhen. Ihr seht schon hier vom Unterschied her. Ich habe einmal 2 Zottelhandschuhe. Hier von der Dicke her kann man das erkennen. Das ist so ein typischer, ich nenne es mal 5-Euro-Handschuh. Mit Lücken. Ich weiß gar nicht, ob die Seite fürs Glas ist oder für Fliegendreck. Also, ja, kann ich nicht wirklich da empfehlen. Hingegen, der Chemical Guys. Der ist super flauschig. Also, nimmt mega Wasser auf. Wer Bock auf einen Zottelhandschuh hat, wirklich mega Kaufempfehlung. So. Wenn wir bei den Zottelhandschuhen sind, dann können wir den noch einmal nehmen. Der ist von Mafra.
Das ist so gedacht, dass man mit der Seite den groben Schmutz vom Lack holen soll und mit der Seite nochmal nachwischen für den Feinwäsch und die gründliche Wäsche. Auch der liegt eigentlich schön an, hat keine Mittelnaht, das ist aber wirklich ungewohnt. Einmal so drüber wischen, drehen und nachwischen. Doch, wirklich. Der gefällt mir auch ganz gut. So ähnlich ist auch der Gion gedacht. Man kommt, finde ich, ein bisschen schwer rein. Kein Bündchen ist auch ungewohnt, aber ich kann ihn deswegen auch super als Pad benutzen. Und da ist es, glaube ich, auch so von Gion angedacht. Grob im Schmutz und damit zur Feinwäsche. Dann kommen wir mal zu meinen beiden da im Felgenhandschuh. So. Da komme ich wirklich top rein und kann auch hinter den Speichen sauber machen. Also wer einen Handschuh für die Felgen sucht, würde ich keinen normalen nehmen, würde ich immer diesen nehmen. Oder einen von in dieser Fünf-Finger-Art. So. Und ich benutze den eigentlich noch lieber. Der war richtig günstig damals. Und ich mache damit die Felgen. Und mit der Seite gehe ich über den Reifen drüber. Und der Handschuh ist wirklich schon alt. Den habe ich schon wirklich, wie oft der schnuddelig ohne Ende war. Und der ist noch immer, also wirklich mega Handschuh. Dann hatte ich auch mal für die Felgen ausprobiert, um mir so einen Handschuh zu holen. Damit dachte ich, Mensch, damit kommst du ja gut ins Detail und alles rein. Ja, auch für den Grill zum Saubermachen. Alles super, aber der nimmt kaum Wasser auf. Deswegen also kann ich davon eigentlich eher abraten als alles andere. Dann gibt es auch noch von mehreren Marken diese Dünnhandschuhe mit einem Daumen. Der ist auch prima für die Felgen und gedacht. Ast rein. Der nimmt nun, weil der auch relativ dünn ist, ihr seht das ja, nimmt der jetzt auch nicht so viel Wasser auf. Ich habe den noch von Chemical Works, der fast aus demselben Material ist wie der Petzolds. Den würde ich dort eher empfehlen. So, dann bleiben wir bei den Felgen. Gibt es noch diese Kleinhandschuhe? Es ist wirklich zuerst ganz ungewohnt, damit zu arbeiten. Das ist in diesem Falle der von FX Protect. Aber wirklich gut verarbeitet. Hier in die Flasche und zum Aufhängen, zum Trocknen. Ist zwar nicht wichtig, aber ich finde es prima. Oder halt, ihr macht so den Daumen rein, damit der Handschuh nicht runterfallen kann. Damit könnt ihr auch unter oder für die Tür einstiege oder für den Grill, für Kleinigkeiten. Das kann man machen, wirklich. Ja, dann noch einmal zwei Pads. Das Pad ist von Microfiber Madness. Super weich, habe ich auch schon Ewigkeiten. Und ihr seht durch diese Form, dass er hier ein bisschen schmaler ist, kann ich da wirklich super greifen. Der nimmt auch Unmengen an Wasser auf. Also ich liebe dieses Pad. Echt toll. Kommen wir noch zu dem Pad von Capro. Das hat die Besonderheit mit dieser Schlaufe, dass mir das Pad halt auch nicht aus der Hand fallen kann. Oder beziehungsweise in den Dreck fallen kann. Aber da, und ihr seht, vom Greifen her, wenn ich auf dem Lack bin, ist das kein Problem. Aber so, man, da fehlt ein bisschen an Festigkeit. Man kann nachher gut rüberfischen, aber da ist so ein dickes Pad, das kann ich wirklich astrein greifen. Und zu guter Letzt von Gion noch der Handschuh. Der hat, wie ihr seht, die Faser wie ein Trockentuch. So, man kann ihn wohl auch als Waschhandschuh nehmen, habe ich aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ich nutze den als Trockenhandschuh für engeren Stellen. Oder halt auch für die Felgen. Ist astrein. Überall, wo ich mit dem großen, klobigen Tuch nicht hinkomme. Oder wo ich Angst habe, dass es runterfallen könnte, zack, längs wischen. Wirklich, kann ich auch nur jedem ans Herz legen. So, ich hoffe, diese kleine Auswahl hat euch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, rein in die Kommentare.
Und dann könnt ihr sonst auch mal sagen, welches euer liebster Handschuh ist. Alles klar, Dankeschön.